Hallöchen, willkommen zurück zu Hexcells Infinite. Wir haben in der letzten Folge dieses Level verkackt. Von daher probieren wir es heute gleich nochmal. Ich habe jetzt einen Tag Pause hinter mir, ich habe also nicht mehr wirklich Ahnung, wie was funktioniert hat, aber wir machen das ja wie eh und je. Wir machen nicht einfach das, was wir wissen, sondern wir gucken, dass wir das logisch hinbekommen. Na, das ist ja noch relativ easy hier wegen der 5-5. Aber jetzt muss ich schon mal gucken, wo es weitergeht. Und genau hier ist logisch. Das hier ist auch eindeutig. Die müssen wir da lassen, oder? Ja. Das hier ist genauso wie drüben. Und die zwei sind eindeutig. So. Okay, hier ist einer. Und... okay, da muss einer hin. Das heißt, von der 2 ist das hier blau. Okay, dann hätten wir das hier drüben schon mal. 1, 2, boop. Oh. War das? Doch, doch, das war eindeutig. Das war eindeutig, gut. Hatte ich schon ein bisschen Bammel, dass ich da irgendwas erraten hätte, was nicht hätte sein sollen. Aber nee, nee, hat alles Hand und Fuß. Die 3 braucht den hier. Okay. Dann haben wir das ja relativ schnell hingekriegt. 1, 2, 3, 4. Na gut, dann geht's auch hier gleich weiter. Okay, konnten wir hier gleich drüben weitermachen? Moment, die 3 kann weg. Wir brauchen 2 Stück. Und hier ist es ungewiss, was hier reinkommt. Also, wir können auf jeden Fall sagen, der hier muss blau sein. Das heißt, nur noch ein einziger. Das heißt, er muss hier dabei sein. Also kann der schon mal nicht drin sein. Easy peasy. Können wir jetzt aber ich. Doch, hier können wir weitermachen. Die 2. Und dann ist die 1 abgedeckt. Die 2 kann nur noch hier sein und der ist fertig. Der muss hier drin sein, die sind nicht dabei. Aber das ist nicht eindeutig. Okay, dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. Oh. Ach ja, die 4 ist ja auch noch ganz dicke im Geschäft. 10 hier. Ach, das hat uns auch nicht weitergebracht. Konnten wir hier nicht was anfangen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11. Ach halt, warte mal, es kann nur einer sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Die alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, du bist schon mal Ruhe. 6, 7, 8, 9 hat er. Ah, entweder der oder einer hiervon. Wie schaut's hier aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 fehlen. Ah.
Oh, der ist auch fertig. Ups, die 1 bleibt da wegen der 7. Können wir denn hier schon noch was machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie viele blaue habe ich denn hier drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, einer muss noch. Fragt sich jetzt nur, welcher. Schaut es hier aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zwei müssen noch. Einer hiervon und einer von den beiden. Na, danke. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Dann können wir ja wirklich was anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die 1 lassen wir da, damit wir wissen, dass hier noch 3 drin sind. 1, 2, 3, 4. Was ist der untere? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der muss hier dunkel sein. Goodie. Weiß gar nicht, hatten wir das hier unten das letzte Mal? Bin mir nicht sicher. Okay, 2. Okay, das heißt auch nur, dass hier noch einer mindestens drin ist. Müssen wir uns schon wieder irgendwo neu orientieren. Ach ja, das geht hier. Entweder muss ja der oder der blau sein. Also alles andere ist nicht im Muster drin. Ah ja, der ist auf jeden Fall hier blau. Ach, die 1 ist eindeutig mittlerweile. Oh, der ist durch. Goodie. Dann wissen wir auch, dass der hier komplett sein muss. Sehr schön. Wie sieht das mit der 5er aus? 1, 2, 3, 4. Einer ist hier drin. 1, 2, 3. Zwei sind hier drin, das ist der schon mal. Hier drin. Wunderbar. Dann haben wir schon mal außen halbwegs ein Gerüst gebaut. Jetzt müssen wir nur noch hier unten irgendwie klarkommen. Lass mal gucken.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir den mal weg. Wie schaut's hier aus? 1, 2, 3, 4. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, auch die sind alle nicht drin. Soll ich den wegmachen? Ja, ich mach den weg. Die 3 ist wichtig für die 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ja, gut. Der konnte nicht blau sein, wegen der... Es dürfen nicht drei aneinander hängen. Okay, dann haben wir alles außenrum fertig. Ich freue mich ja schon fast. Ich weiß nicht, ob das... ob das so toll ist. Ja, du bist weg. Die 7, 1, 2... 3, das heißt 4 sind hier drin. Bei denen ist einer hier drin. 5 da. 3 hier. 2 hier. Einer dort. Bringt mir jetzt so erstmal gar nichts. Schaut das hier aus. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Danke. Ja, einer ist hier irgendwo versteckt. Ja, super. Dupi, dupi. Drei, zwei, einer und du hast noch 1, 2, 6, 4 hier drin. Oh. 2 hier, oh Gott. Und einer ist hier. Du bist fertig. Muss ich jetzt echt mit der hier arbeiten? Oh. Okay. Fünf müssen da drin sein. Also hier müssen 4 sein. Pass mal auf. 2, 3, 4, 5. Das heißt... einer mindestens hier macht das zu einer 4. 3, 4, 5, 6. Zu einer 3. Egal. Zu einer 3. Naja, mindestens noch einer. Schade, sonst hätte ich das hier löschen können. Nee, hätte ich nicht löschen können.
doch hätten. Hm. So weit waren wir im anderen auch schon. Dass uns das hier um eins nicht ausgegangen ist, um das hier schon mal freizuräumen. Andersrum. Vier. Drei. Zwei. Sechs. Einer. Könnte sich hier überschneiden. Fuck. Nicht eindeutig genug. Das ist immer noch nicht eindeutig. Das könnten nämlich genau die vier sein. Also von links geht das auch nicht eindeutig. Aber von oben erst recht nicht. Eins, zwei, drei, vier. Einer hier drin. Das glaube ich, habe ich vorher schon gemacht. Reduziert das zu einer vier. Zu einer drei. Zu einer zwei. Ja gut, und das war's. Okay, machen wir das mal über Kreuz. Bringt das was? Eigentlich nicht. Also ich kann mit Sicherheit sagen, zwei hiervon sind blau. Das heißt, hier unten müssen drei rein. Hier unten müssen drei rein. Oder zwei. Fuck. Wenn ich drei hier unten zusammenkriege, mindestens drei, das heißt, dass die zwei blau sein müssen. So, schauen wir mal. Kriegen wir unten mindestens drei rein. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Einen kriege ich hier definitiv. Also einen würde ich hier reinkriegen. Allerdings würde ich auch einen definitiv hier reinkriegen, wobei das auch der hier sein könnte. Ah, okay. Einen hier. So, drei, vier, fünf, sechs. Einer hier. Und das ist wieder nicht eindeutig. Hm. Kriege ich von der Seite hier unten noch mindestens drei rein? Ich kriege einen hier. Zwei. Eins, zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Das heißt also, alle, die hier unten nicht getriggert sind, sind schwarz. Sehr, sehr schön. Das heißt auch, der hier ist blau. Wow! Heißer Scheiß. Oh, wait a second. 1, 2, 3.
Einer muss hier dunkel sein, das heißt, die zwei müssen blau sein wegen der 8. Dann hast du 1, 2, 3, 4. Okay. Einer hier, einer dort. Wie schaut es jetzt bei dir aus? 1, 2. Hier müssen immer noch 3 rein. 3, 4, 5. Der. Sehe ich das richtig, dass der schwarz sein muss? Wegen der 10. Es müssen 2 Felder ausgefüllt werden. Könnten auch die 2 sein, oder? Können das die 2 sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Wir können hier weitermachen. Hier müssen 3 Stück rein. Hier einer. Da einer. 3 Stück müssen da rein. 1, 2, 3. Und hier müssen mindestens 2 rein. Da sind die unteren schwarz. Ha! Ja, cool. 1, 2, 3. Du bist dabei. 1, 2, 3. Oh ja, gut. 2. Du bist dabei. Was habe ich denn bis da unten gezählt? Lass ich mal an. Einer von den beiden. Du kannst weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einer von den beiden. Einer von den beiden und einer von den beiden. Okay, jeweils einer. Oh, die 5 ist eindeutig. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, die ist auch schon durch. Die ist durch. Nur noch 3. Und zwar jeweils einer. Das heißt, ich muss eigentlich so arbeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 müssen hier sein und einer hier. Ja gut, das sagt mir auch das hier schon. Zwei unten und einer oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Einer hiervon. Einer davon und... Zwei sind unten, einer oben. Zwei sind unten und einer oben. Ha! Wunderbärchen! Wir gucken uns in der nächsten Folge 6.5 an, aber bevor wir dann 6.6 machen, springen wir zu 6.3 zurück. Das ist klein, aber wirklich übel. Aber nächste Folge gibt's 6.5. Ich mag die Großen einfach lieber. Die Großen sind mir lieber. Und ich weiß auch schon, wo man hier anfängt. Auf der Seite hier. Okay. Dann also bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao.